Es ist wichtig, einen Wundverband korrekt anzubringen. Einerseits dient dies der Wundheilung, andererseits beugt es Problemen vor, die durch Verbände verursacht werden können. Ein Verband besteht grundsätzlich aus drei Schichten: einer Primärschicht, einer Polsterschicht sowie einer äußeren Schutzschicht. Die Primärschicht liegt der Wunde direkt auf. Die Wahl der Wundauflage richtet sich nach den Bedürfnissen der zu versorgenden Wunde. In diesem Video zeigen wir, wie Sie einen hohen Wundverband beim Pferd anbringen. Folgende Schritte werden durchgeführt: Vorbereiten des Materials, Instruieren des Hilfspersonals, korrektes Positionieren, Anbringen der Primärschicht, Anbringen der Polsterschicht und der Schutzschicht des Röhrenverbandes, Anbringen des proximalen Anteils des hohen Verbandes, kleinere Anpassungen, um Verrutschen oder häufige Druckstellen zu vermeiden. Zuletzt wird gezeigt, wie Sie den Verband wieder entfernen. Bereiten Sie das folgende Material so vor, dass ein reibungsloser Ablauf bei der Arbeit am Patienten gewährleistet ist. Für die Primärschicht eine Wundauflage und eine Gasebinde. Öffnen Sie die Verpackung der Wundauflage und packen Sie die Gasebinde aus. Für die Polsterschicht 2 Watterollen. Entfernen Sie die Verpackung. Für die Schutzschicht werden hier selbsthaftende elastische Binden verwendet. Eine Alternative sind herkömmliche elastische Binden. Falls Sie mit selbsthaftenden Binden arbeiten, wickeln Sie diese bereits einige Zentimeter ab, damit Sie während des Verbindens nicht unnötig Zeit verlieren. Wenn das Material ausgepackt ist und bereit liegt, können Sie zum nächsten Schritt übergehen. Instruieren Sie die Person, die das Pferd hält. Sie steht auf der Seite des Pferdes, auf welcher der Verband angebracht wird, dem Hinterbein des Pferdes zugewandt. Das Pferd wird dabei direkt am Strick gehalten oder der Strick kann durch eine Anbindevorrichtung geführt sein. Falls der Patient beim Anbringen des Verbandes nicht ruhig steht, bitten Sie die Hilfsperson, das Vorderbein auf ihrer Seite aufzuhalten. Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auf eine korrekte Position. Stehen Sie seitlich und mit Ihrem Rücken dem Zentrum des Pferdes zugewandt. Bei einer Hintergliedmaße bleiben Sie so kranial der betroffenen Gliedmaße. Knien Sie nicht, damit Sie sich allenfalls schnell aus der Gefahrenzone entfernen können. Damit Sie effizient arbeiten können, halten Sie die Verbände zum Abwickeln immer richtig herum. Halten Sie die Wundauflage und die Gasebinde so zusammen, wie sie am Bein angebracht werden. Achten Sie darauf, die Wundauflage nicht zu kontaminieren. Wickeln Sie die Gasebinde in Achterschlaufen über den Tarsus ab. Lassen Sie dabei den Fersenbeinhöcker frei. Der Röhrenverband dient dazu, den proximalen Anteil des Verbandes in Position zu halten. Er erstreckt sich vom Huf bis auf Höhe des proximalen Metatarsus. Rollen Sie dazu die Watte gleichmäßig ab, so dass eine annähernd zylindrische Kontur entsteht. Wenn nötig, können Sie ein Polster in der Fesselbeuge anbringen. Das Polster darf jedoch nicht verrutschen. Ziehen Sie die Polsterschicht beim Abrollen zum plantaren Sehnenpaket hin an. Vermeiden Sie Falten so gut wie möglich, denn sie können Druckstellen begünstigen. Rollen Sie nun die Schutzschicht in derselben Richtung über der Polsterschicht ab. Je nach Dicke der Polsterschicht und verwendetem Material wird die Schutzschicht unter gutem Zug angebracht. Die Schutzschicht darf aber proximal nicht über die Polsterschicht hinausragen, um dort die Haut nicht einzuschnüren.
Vermeiden Sie auch hier die Bildung von Falten. Der proximale Anteil des hohen Verbandes erstreckt sich bis auf Höhe der proximalen Tibia. Beginnen Sie mit der zweiten Watterolle distal und lassen Sie die Watte zur Hälfte über den Röhrenverband überlappen. Wickeln Sie die Watte über dem Tarsus in Achterschlaufen ab. Um Druckstellen über dem Tubercalcanei zu vermeiden, wird diese Region gezielt entlastet. Bringen Sie dazu entweder seitlich Polster an oder machen Sie über dem Fersenbeinhöcker Löcher in die inneren Lage der Polsterschicht. Bringen Sie nun die Schutzschicht an. Beginnen Sie wieder distal. Lassen Sie die Schutzschicht distal genügend mit der Schutzschicht des Röhrenverbandes überlappen, damit sie guten Halt hat. Proximal darf die Schutzschicht jedoch nicht über die Polsterschicht hinausragen. Proximal und distal kann ein Abschluss mit klebendem Verbandsmaterial gemacht werden. Dies vermeidet das Eindringen von Einstreu unter den Verband und wirkt dem Abrutschen entgegen. Dieser Abschluss muss locker angebracht werden. Das Pferd kann am Ende einige Schritte rückwärts gerichtet werden. So gewöhnt es sich häufig besser an die Bewegungseinschränkung durch den Verband, ohne allzu heftig mit Hyperflexion zu reagieren. Mit einem Fadenmesser wird die Schutzschicht längs aufgeschnitten. Anschließend wird der Watteverband entfernt. Zum Schluss wird die Primärschicht vorsichtig entfernt und die Wundauflage auf Sekretspuren und eventuellen Geruch untersucht.